lineare Funktionsgleichungen herleiten anhand eines Taxibeispieles. Als erstes das Anwendungsbeispiel. Dies ist das Anwendungsbeispiel, aus dem wir die Funktionsgleichung herleiten werden. Danach berechnet man die Steigung a. Dafür müsst ihr von Punkt 1 und Punkt 2 die Koordinaten nehmen. Hierbei beachtet, dass die erste Zahl x ist. Jetzt muss man y2 minus y1 geteilt durch x2 minus x1 rechnen. Mit den eingesetzten Daten sieht das dann so aus. Rechnet man das dann aus, hat man auch schon das Ergebnis der Steigung a. Dies ergibt 2 Euro. Als nächstes werden wir den Achsenabschnitt b berechnen. Hierfür brauchen wir nochmal Punkt 1. Jetzt rechnet man y1 minus a mal x1. Mit den eingesetzten Daten sieht das dann folgendermaßen aus. Dies ergibt dann b, also 1,50 Euro. Als letztes werden wir die Funktionsgleichung aufstellen. Dafür brauchen wir einmal die Formel. Diese ist f von x gleich a mal x plus b. Fügen wir jetzt a und b ein, sieht das so aus. X steht jetzt für die Variable, also die gefahrenen Kilometer. A sind also 2 Euro, der Preis für jeden Kilometer, und b ist die Grundgebühr, also 1,50 Euro. So leitet man eine Funktionsgleichung her. Dieses Video ist von Gesa, Foko, Maria, Rosalie.